Ja, Mädel, Leute, der 12. Juni, Mann, der hat es mal wieder in sich die letzten Jahre. Fangen wir im Jahre 2020 an. Erneut die Polizei beleidigt. Rainer behauptet im Stream, dass ein Beamter namens Herr Peter seinen Job nicht macht. Am 21.10.21 wird er unter anderem dafür zu 2 Jahren Haft verurteilt. Ja, der Peterle, der hat einen richtig guten Job gemacht. Im Jahre 21, Kopfnuss Kalli am Altschauerberg. Mann, das ist auch so ein Freak-Hate. Junge, der muss doch in Tschernobyl geboren worden sein. Ja, Kopfnuss Kalli besucht an diesem Tag den Altschauerberg. Leider lässt die Polizei ihn und seine Begleiter nicht zum ASB durch. Na, da gibt es auch schöne Besuchervideos auf, Drachenchronik, also jetzt drachenga.me. Das ist jetzt die neue Seite. Und da könnt ihr auch an diesem Tag die Besuchervideos anschauen. Im Jahre 22, Blogpost, meine Verlobte und ich. Rainer veröffentlicht einen langen Blogpost in seinem Schmuddelblog über seine Zeit mit Mona. Also die hässliche da, die Skeletor. Was Rainer dazu so motiviert hat, ausgerechnet jetzt diese Geschichte zu erzählen. Es liegt nahe, dass die gestrigen Behauptungen eines geleakten Drachis namens Onkel Jo damit zu tun haben. Laut diesen hat Mona Rainer mit einem Kumpel betrogen. Könnt ihr auf der Drachenchronik nachlesen. Und jetzt, im Jahre 23 vom E-Scooter gestürzt. War das herrlich. Wie er so angeberisch mit einer Hand fahren wollte und ihn dann hingewickelt hat, sag ich mal. Also man konnte das schon sehen, wie er sich mit dem rechten Fuß abstützen wollte, ging nicht, knickte um und dieser ganze Körper einfach auf den Asphalt so flatsch und wabbelt noch kurz hinterher. Schwabbelt, wabbelt, ja. Einfach schön. Einfach schön war das. Ich könnte mir die Szene 1000-fach angucken. Ja, leider ist ihm nichts passiert. Hab ich nicht gesagt. Also, Metal of, Leute.